Sie hat das nicht genau gesagt. Sie hat gesagt, die Polizei ist nicht rassistischer. Sie hat gesagt, die Polizei ist nicht rassistischer als andere. Wenn Sie nacheinander sprechen, versteht man sie besser. Frau Patti-Pablé, Sie waren am Wort. Ja, ich möchte noch einen Satz sagen. Es hat die Aktion Spring gegeben, auch vor vielen Jahren. Da sind Telefone abgehört worden. Es ging um Drogenhandel zwischen Schwarzafrikanern. Und da haben die Drogenbosse oder irgendwelche Bosse, haben den Leuten gesagt, sie sollen bei jedem Polizei einschreiten, sollen sie sofort schreien, es ist ein rassistischer Angriff der Polizei, eine rassistische Amtshandlung. Ja? Und das machen sich die Leute zu eigen. Und deshalb behauptet natürlich jeder, die Polizei ist rassistisch, weil der mich irgendwie halt beschimpft hat oder sonst irgendetwas. Ja, das ist doch eine Verkaufsstrategie. Das ist eine Verkaufsstrategie. Sie haben ja damals überregionale Bekanntheit erlangt, dadurch, dass Sie die Gegenseite eingenommen haben und gesagt haben, ich glaube, es war das Wort Schwarzafrikaner, sind aggressiver als andere. Stehen Sie da noch dazu? Das war also im Jahr 1999. Bin ich nicht damals überregional bekannt geworden, sondern das war ich schon... Über Österreich hinaus. Über Österreich hinaus, das weiß ich nicht, wie die Grünen das verbreitet haben, weil die haben sogar eine Broschüre drucken lassen, wo das drinnen war. Ich weiß das aus vielen Amtshandlungen, die Polizisten mir erzählt haben. Ich war ja Innensprecher und bin sehr viel in die Polizeiwachzimmer gekommen und habe mit den Polizisten gesprochen. Und da ist mir immer wieder gesagt worden, dass eben Schwarzafrikaner, die als Drogendealer erwischt werden, besonders aggressiv sind. Und wir haben Polizisten das auch, glaube ich, hier, was Sie damals gesagt haben. Sollen wir uns das mal kurz ansehen? Jeder Exekutivbeamte, der gegen einen Schwarzafrikaner eine Amtshandlung durchsetzt, der wird mit der Punze versehen, dass er rassistisch vorgeht. Und das ist etwas, was wir ganz einfach nicht billigen können. Erkundigen Sie sich doch einmal bei den Beamten über die Art der Schwarzafrikaner. Sie schauen nicht nur anders aus, das haben Sie heute gesagt, sondern Sie sind auch anders. Und zwar sind Sie ganz besonders aggressiv. Das liegt offensichtlich in der Natur dieser Menschen. Und sie sind meistens illegal da, sie sind meistens Drogendealer und sie sind ungeheuer aggressiv, wenn sie von Exekutivbeamten beanstandet werden. Und sie werden in den meisten Fällen auch noch von der Caritas unterstützt. Die zahlen ihnen den Rechtsanwalt, wenn sie dann vor dem Richter stehen, die bezahlen ihnen auch noch die Unterkunft. Das ist die Unterstützung der Caritas. Und sollen Sie einmal erkundigen bei den Exekutivbeamten, es gibt kaum eine Amtshandlung mit Schwarzafrikanern, mit der nicht Reibereien verbunden sind. Sie machen genau das, was Sie Ihren Kritikern vorwerfen. Frau Patti-Pablé, zuerst einmal stehen Sie dazu heute noch. Weil ja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich weiß aus vielen Gesprächen mit Exekutivbeamten, dass diese Probleme bestehen, nach wie vor. Aber das sind nicht die Schwarzafrikaner, das ist der Wahnsinn dran und die das Drogendealer. Ist rassistisch. Ich habe aber eindeutig von Drogendealern, die Frau Petrovic wollte sogar eine Strafanzeige machen wegen dieser Äußerung, aber ist dann selber auf die Idee gekommen, dass das Frau nicht so gescheit ist. Sie werfen der Gegenseite immer vor zu verallgemeinern. Es wird von Drogendealern gesprochen, ja? Nicht vom Herrn. Wir wollten ja eigentlich heute nicht über Drogendealer sprechen. Aber Sie haben sich, da meinen Beitrag sogar, das haben Sie mir nämlich verheimlicht, dass Sie den... da auch noch einspielen werden. Ah, das wusste ich nicht. Also, ich glaube, wir sollten wirklich aufhören damit, Sie sollten aufhören damit, zu pauschalieren. Sie pauschalieren. Ja. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, unter dem sehr viele Polizeibeamte leiden. Weil sie nämlich dadurch in Geiselhaft genommen werden. Weil es diese Pauschalierung nicht gibt. Weil die Welt nicht schwarz und weiß ist, sondern weil sie eben grau ist. Und weil es sehr viele ambivalente Fälle gibt. Der Fall Omofuma ist natürlich ein anderer Fall als der Fall Brennan. Das hat ganz andere Hintergründe. Das Problem besteht darin, ich bringe einen Fall aus London. In London, und jetzt sozusagen die Mutter der Demokratie, in London gab es einen Fall, wo ein schwarzer Brite niedergestochen wurde und die Polizei kam auffallend spät. Der Polizeichef von London hat daraufhin für sich die Frage gestellt, ob die Londoner Polizei vielleicht ein Problem damit hat mit Amtshandlungen mit Schwarzen. Und sie hat einen Lordrichter bestellt, das sind die mit dieser Perücke, und hat gesagt, lieber Lordrichter, untersuche unsere Londoner Metropolitan Police auf die Frage, ob es bei uns strukturellen Rassismus gibt. Und der Lordrichter hat untersucht. Und dann ist er zu dem Ergebnis gekommen, die Londoner Polizei einer multikulturellen oder multiethischen Stadt ist strukturell rassistisch. Nicht jeder Polizist ist rassistisch, sondern sie haben ein Problem damit. Und Tony Blair, damals der Premier, hat gesagt, ich danke dem Lordrichter für diese Einschätzung, weil eine Demokratie zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie solche Probleme löst, anstatt sie unter den Teppich zu kehren. Es ist einmal passiert, dass sowas geschehen ist, das war im Fall Campusch.
ein blondes österreichisches Mädchen. Da ist der Herr Adamowitsch hergekommen und hat seinen Bericht gemacht. Das ist ein Fortschritt. Und man soll die Fortschritte hier nicht unter den Teppich kehren. Es gibt eine neue Generation von Strafrichtern, Frau Dr. Pablet, die anders als Sie solche Fälle sehr ernst nimmt und sehr ernst untersucht. Sie sind einmal Frau des Jahres geworden, weil Sie den AKH-Skandal enthüllt haben, weil Sie eine mutige Richterin waren, die sich mit dem Establishment angelegt hat. Deshalb sind Sie 1983 hochgelobt worden, deshalb sind Sie in die Politik gegangen, unter Steger. In diesen Fällen zeigen Sie eine ganz andere Rolle. Und Sie stehen, Sie stehen für eine Politik, die mittlerweile bis ins Innenministerium gekommen ist. Nämlich die Kritiker zu Feinden zu machen. Und das tun wir nicht. Ja, ich glaube, also, ich darf zu diesem Fall, da sind einige Wissenslücken dabei, offensichtlich. Ja. Möchte ich auch eine Kritik an den Theaterkritiker geben, und zwar in den Fall Lagerhalle, wenn ich die noch einmal ansprechen darf. In Kürze bitte, wenn man nicht alle Fälle besprechen kann. Da ist einiges vergessen worden zu erwähnen, die Beamten waren sehr wohl suspendiert, da ist nichts unter den Teppich gekehrt worden und das ist rigoros aufgeklärt worden. Also das war eindeutig und klar und da wurde auch eine offizielle Verurteilung. Und eins bitte, noch eins. Soll man jetzt bis jetzt eine Christenverfolgung durchführen, bis auf ewig? Da gibt es ein offizielles Urteil von einem unabhängigen Gericht und dieses unabhängige Gericht hat entschieden. Jetzt gibt es auch einen disziplinären Überhang und jetzt gibt es zusätzlich, und die Kollegen waren suspendiert. Das muss man sagen, die haben ihre Strafe ausgefasst. Und ich möchte sagen, auch die sind jetzt am Existenzminimum unten und die wurden sehr wohl auch davon bestraft. Also und das ist auch passiert und das ist auch Ihr Dienst, das ist auch Ihre Aufgabe, aber Sie haben auch ihr sogenanntes Fett abbekommen. Das muss man auch mitgeben und das muss man sagen, da wurde nichts beschönigt oder irgendwas schön dargestellt. Ich möchte das deswegen so sagen, weil das immer gesagt wird, naja, Wahnsinn, wieso haut man die nicht aus, oder was ist das? Da gibt es eine sogenannte Fallfristen in einem gewissen Zeitrahmen, ab dem wird erst dann die automatische Kündigung, der Amtsverlust ist dann damit verbunden. Das ist eine juristische Geschichte. Und die hat den Hintergrund, warum die noch dabei sind. Fällen ja die Polizei doch gar nicht anders als reagieren. Dort ist schwarz auf weiß durch ein Gericht die Folter festgestellt worden. Wir reden doch in Wirklichkeit darüber, wie es strukturell ausschaut. In so einem Fall, ich meine, das brauchen Sie ja nicht verteidigen, dass die Polizei da sagt, na, die wollen wir wirklich nicht mehr. Das ist ja wohl klar. Aber wie schaut es in all den anderen Fällen aus, wo Vorwürfe gemacht werden? Und ich fand deswegen das Beispiel von Herrn Klenk sehr gut, wie das in London abgehandelt worden ist. Warum schauen Sie sich es nicht an, wie es ausschaut bei Ihnen? Herr Heidinger, war das eine Möglichkeit? Ja. Ich frage mich, wer fühlt sich verantwortlich dafür, wenn wir die Fälle aneinanderreihen, und zwar verantwortlich in der Politik dafür, wie man mit diesen Dingen in Zukunft umgehen soll. Zum Beispiel eine Kommission einrichten oder Teilnehmer aus der Richterschaft, die sich damit beschäftigen, wie das Beispiel London zeigt, wie ist das in Österreich? Es wäre eine noble Aufgabe und eigentlich auch Verantwortung der Politik, sich damit näher zu befassen. Auch zum Schutz oder zur Klarheit darüber, was Beamte tun oder nicht. Im Übrigen teile ich deine Ansicht natürlich, dass die Behörden monokratisch strukturiert sind. Das heißt aber nicht zwingend, dass eine Untersuchung die Polizisten betrifft, auch Polizisten machen müssen. Es gäbe auch die Möglichkeit, eine Untersuchung, die die Polizei betrifft, auf welcher Ebene auch immer, hohe Vorgesetzte, Leute, die auf Suchtgiftdealer abgestellt sind, wie auch immer, dass diese Untersuchungen außerhalb der Polizei geführt werden, zum Beispiel in einer Sondereinheit bei der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, dass das ein guter Ansatz wäre, auch deswegen, weil man nicht der Polizei nicht vorwerfen kann und darum geht.